Schaut euch das an, dieser Krater. Hallihallo, Lüchern, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Infinity. So, das letzte Mal haben wir gesagt, wir wollen einen kleinen Reaktor bauen, weil wir jetzt auch schon ziemlich viele Illogium und sowas haben. Und wir bräuchten noch ein bisschen was von den Meteoriten, deswegen müssten wir uns hier auch mal auf die Suche nach einem neuen begeben. Ich weiß, dass der, wohin er jetzt momentan zeigt, unser Kompass, schon abgebaut wurde von mir. Also gelootet, abgebaut nicht. War mir dann zu viel Arbeit, das Ganze hier abzuernten. Oder abzubauen an sich. Es dauert ja ewig, bis man da so einen Stein weg hat. Ach komm, jetzt schlag doch mal um. Ah, okay. Danke. Danke, dass du es genau dann machst, wenn ich es dir sag. In diese Richtung. In diese Richtung. Könnte diesmal dieser wunderschöne Meteorit bitte an der Oberfläche sein. Nur ein einziges Mal. Es wäre doch nicht so schlimm, oder? Ach, geht da eine neue Wüste los oder ist es dieselbe, die einmal im Kreis rumgeht? Wenn nicht, vielleicht haben wir da ein bisschen Glück und finden noch irgendwas Schönes. Ach komm. Ich verschandle die Umwelt mit Steinen. Entschuldigung, Monster. Hier irgendwo sollte er sein. Sehe ich hier noch was? Ich sehe hier eine schwebende Insel. War ich hier schon mal? Ich könnte es aber jetzt nicht direkt sagen. Mit X geht die... Ach nee, Treibsand. Bau schneller, ab, bau schneller, ab. Danke. Kakteen, aber dachte ich mir. Und schon wieder Treibsand. Ich hasse diesen Treibsand. Mich würde es auch mal interessieren, was hier passiert in Minecraft, wenn ich in diesem Treibsand einfach stehen bleibe. Hacke in die Hand, vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr, was Treibsand ist und was nicht. Moment, kann ich hier eigentlich... Das schaut aus wie eine große Wüste. Das hier schaut ein bisschen besonders aus. Ah, da drüben. Ich habe gehofft, dass mir die Karte irgendwie hilft. So, mal sehen, was die Karte hier Schönes zeigt. Ach nö, ein Hexenzirkel, dein Ernst. Sie sind so gemein zu mir. Jedes Mal. Hauen sie ihren blöden Trank auf mich. Und dann macht's Aua. Aua. Das war mein Arm. Kein Trank. So. Au. Kakteen machen auch Aua. In diese Richtung müsste der Kleine hier sein. Hier ist... Ich sag noch, hier ist Treibsand. Renn rein. Kann's. So. Immer schön in diese Richtung. Immer schön in diese Richtung. Ach, ist es sogar noch in der Wüste? Unter Wasser wäre eigentlich auch geil. Oder am besten da, wo die Erde fehlt. Also hier der Stein. Könnte ich da mal reinschauen? Hallo? Irgendeinem Grund habe ich einen Schaden bekommen. Das ist wahrscheinlich ein Kaktus. Seht ihr hier irgendwo einen? Oh, eigentlich ist das ja schon fast Cheaten, aber ich meine, wenn die Welt da schon mal gerade so offen ist, wahrscheinlich ist er genau in diesem Chunk und ich sehe ihn deswegen nicht. Moment, Shader mal aus. Na, da ist er eh immer direkt in einem Chunk, also hilft mir da nichts, oder? Ach, da muss ich... Ich bin mal kurz außerhalb der Welt und dann wieder da, damit die Welt hier auch wieder da ist. Immer mit der Ruhe, ich rette euch! Ah,
so sieht die Welt also aus. Und ich mache mal meinen Shader wieder an. Das ist ja hier. Wird mir ja wahnsinnig. Du warst Preview 2, der hier. Cooler Ultra, oder? Schaut gut aus. Schaut aus wie derselbe, bei dem ich keinen Plan habe, was jetzt hier Treibsand ist und was nicht. Ich renne einmal komplett ums Haus. Da war auf jeden Fall noch keiner. Auf jeden Fall hat noch keiner den Abwehr rausgeklaut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit hintergeht noch. Okay, auf jeden Fall nicht mehr in der Wüste. Wo bist du? Wo bist du, Kleiner? Ich finde ihn noch. Bin auf jeden Fall sehr nah dran. Der hat sehr schnell Ah, da sehen wir mal einen. Ja, so sehen die aus, wenn die hier an der Oberfläche einschlagen. Hier, seht ihr das? Oh, mal einen gefunden. Einen richtig schönen. Und zwei. Sind es zwei? Schauen aus wie zwei. Oh. Oh, ist das schön. Das ist geil. Er schaut echt geil aus. Ach, ich habe schon gedacht, hier hat einer gelootet schon. Wäre ja gemein, wäre er das. Dann loote ich hier. Wenn es nicht immer so lange dauern würde, das hier abzubauen. Und wie, es sind dieselben drin, die ich schon habe. Also bestimmt wird eins dasselbe sein, was ich schon habe. Aber bitte nicht alle. Ich will das Neue haben und ich will dann auch fertig sein mit der Meteoritensuche. Ich meine, schaut echt geil aus, das muss ich sagen. Ich glaube, das können wir ja alle bestätigen. Siliziumdruck. Ich weiß nicht, brauche ich noch was anderes oder habe ich schon alle? Ich glaube, ich mache den Großen auch einfach mal auf und schaue nach. Wenn ich es schon habe, dann kann ich es ja irgendwo hinstellen oder zu irgendwem bringen, der das Zeug noch nicht hat und braucht. So. Mann, ist das ein Brocken. Das Ding ist ja riesig. Oh, und er ist in eine Schlucht gefallen. Ich muss sagen, es schaut einfach geil aus. Moment mal, auf den Meteoriten stellen. Oh, schaut euch das an, dieser Krater. Muss hier nur die Mitte finden. Nach gefühlten 5 Stunden sind wir jetzt hier. Und was finden wir? Konstruktionsdruck, ich glaube, die habe ich noch nicht. Und Logikdruck. Ist, glaube ich, sogar was Neues. Die Kiste nehmen wir natürlich wieder mit. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas anderes in der Mitte drinnen steht, aber einfach mal mitnehmen. Und dann geht's wieder zurück. Natürlich müssen wir auch die hier wieder markieren. So, einmal hoch. Ja, ihr seht wahrscheinlich jetzt gerade nicht so viel, aber hier sind wir wieder. So, nein, falsch. B. Mehr Meteoriten. Hilfe. Deutsch. Wo geht's jetzt ab nach Hause? Ich glaube hier. Die Richtung schaut gut aus. Hoffentlich fallen wir nicht in irgendwas Lavariges oder irgendwas noch Blöderes. Ich hab dann Home. Okay. 600 ist. Ich muss da jetzt reinfallen, oder? Ja, theoretisch bräuchte ich hier eh noch Gravel und ein bisschen Kohle. Kohle zum Durchschmelzen und Gravel zum Aufhacken. Den ganzen Dingern. Aber ich benutze dafür nicht meine gute, sondern nehme hier die Saphir. Meine reicht. Ich soll das Zeug hier nur hier durchdingsen und nicht hier irgendwas Spezielles machen. Also wirklich. Ich hatte doch noch genau eine Eisenschaufel. Die ist auch ein bisschen schneller. Ich habe zwar keine Ahnung wieso. Das andere Ding hier ist ja auch eigentlich aus Eisen. Aber, naja. Ah, da ist ein Flint. Moment, hier mal wieder ein bisschen Licht hier, damit ihr alle was seht. Na, schauen wir doch mal. Ich hätte gerne noch ein bisschen Flint. Hier, Flint ein bisschen. Wenn ich mich schon mal für Gravel interessiere und dann kommt nicht das Zeug raus, was ich brauche. Hier ist Sertus Quartz. Nehmen wir auch mit. Hilft uns ja auch für Applied Energistics. Energistics ist es, oder? Ja, ich denke schon. So, Fackel in die Hand. Die kleine Taschenlampe brennt. Und ab nach Hause. Was zur Hölle bist du? Ah!
Ein Creeper mit dem Karnevalshut. Stirb, stirb, stirb. Danke. Ich will deinen Karnevalhut nicht. Ich will nur, dass du stirbst. Und mich dabei nicht in die Luft jagst. Da kommt schon der Nächste. Was ist denn das hier? Ist das hier die Creeper-Hochburg? Mögt ihr Löcher? Ich meine, so ein schöner Meteoriteneinschlag, der ist ja auch nicht zu verachten. Ich finde den ja eigentlich auch ganz geil umgesetzt, aber deswegen muss ich doch nicht alles in die Luft mitsprengen. Oder vielleicht denken sie, sie sind selber Meteoriten und würden selber Löcher hinterlassen. Im Boden. Was ist hier passiert? Ich weiß es gar nicht. Ich frage auch gar nicht mehr nach. So, okay, frag mich nicht, wieso ich da jetzt nicht hier reingefallen bin. Ich glaube, irgendwann muss ich mich mal an der Jump-and-Run-Map versuchen. Dafür bräuchte ich aber noch ein bisschen Training. Bisschen viel Training. Ich laufe direkt in den Creeper rein. Ist es nicht toll? Und ein Skelett. Er ist gleich in der Mitte zwischen. Wetten? Jetzt lass mich doch hier weg. Dieser Druck. Ich halte den Druck nicht mehr stand. So. Okay, dieses komische Quadrat des Todes, was hier irgendwie auf der Minimap zu sehen ist, haben wir auch hinter uns gelassen. Jetzt sind wir fast schon wieder daheim. Creeper, musst du jetzt hier kommen? Na schön, dass du hier den Boden wieder in die Luft gesprengt hast. Und da, wo wir jetzt hier fast wieder daheim sind, hättest du das nicht irgendwo außerhalb machen können? Zwei Creeper. Jedes Mal, wenn man sich denkt, was ist denn schlimmer als ein was von der miesen Sorte? Genau, zwei davon. Ach Mann. Einfach. Okay. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und dann drüben wieder runter. Können wir hier oben schnell mal ins Bettchen gehen und hoffen, dass in der Zwischenzeit hier nichts Böses spawnt. Shader initialized. Okay. Da sind wir wieder. Kohle haben wir mitgebracht. Wollten wir hier auch durchschmelzen. Auch hierfür nehmen. Und hierfür wollten wir noch mehr Flint. Okay, haben wir eigentlich auch gemacht. Dann, was brauchen wir? Huhn! Ich kann es nicht kontrollieren, diesen Zoom. Ich glaube nicht, dass da ein Huhn gespawnt ist. Fände es aber irgendwie geil, wenn doch. Ich weiß nicht mehr, wo das Ding gelandet ist. Ist ja egal. Was brauchen wir? Fertigungsmonitor. Ich bin du. Dafür brauchen wir Leuchtfeld, haben wir. Dann die hier Logikprozessoren. Bedruckte sie. Hilfe, kleines Kind, hör auf! Was bist denn du eigentlich hier? Proglimmende 6. Hä? Proglimmende 6? Was zur Hölle ist Proglimmende 6? Und wieso greift mich Proglimmende 6 an? Hä? Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt. Nein, so nicht. Oder wobei, so doch. Dafür brauche ich aber Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Ich hatte hier doch irgendwo mal Gummi. Es ist Kautschuk. Brauche ich dafür das direkte Silizium? Ja, ein Silizium geht, indem ich Sand durchpulverisiere. Okay. Hätte ich jetzt eher weniger gedacht. Ja, hier Sand durchpulverisieren oder Ton. Ist Sand denn hier normaler Sand, aber wesentlich günstiger. Brauch aber hier noch ein bisschen Sand, fällt mir dann ein. Dann gehen wir mal kurz die Wüste zerstören.
Am besten wieder hier an irgendeinem Platz, der uns nicht allzu viel interessiert. Also da, wo wir nichts sehen. Oder wo die Genderdistanz dann nicht mehr ausreicht. Und hoffentlich versinken wir in der Zwischenzeit nicht in Treibsand. Das ist so ziemlich das Ziel. Hier hinten könnten wir wieder abbauen. Ich meine, da sieht eh kein Schwein mehr hin. Schau hier mal mit auf den Boden. Nicht, dass hier irgendwas passiert. Und die Lecke war gerade auch bei mir auf dem Bild. Ich glaube, hier hinten haben wir irgendwas abgebaut. Wenn nicht, dann fangen wir jetzt damit an. Ich bräuchte hier mal diesen Excavator und sowas von Minecraft Monster. Dann wäre ich, glaube ich, hier wesentlich schneller fertig. Ich brauche hier eh noch Glas. Deswegen ist es nicht mal schlecht, dass ich hier jetzt ein bisschen auf Sandsuche bin. Ach, da hinten hatte ich angefangen mal. Ja, das Loch hier war mein Verdienst. Das ist nicht toll. Da graben wir die Wüste leer. So, wie viel haben wir? Über einen Stack. Ich hätte aber gerne zwei Stacks. Krieg ich zwei Stacks? Hallo? Krieg ich zwei Stacks? Wie viel habe ich denn jetzt? Ach, ich sehe es hier unten. Sind immer noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Okay, wenn ich so abarbeite, geht es schneller. Ah, bedingt. Aber zumindest funktioniert es. So ist es auf jeden Fall am unnötigsten oder unbesten. Am unbesten, genau. Am schlechtesten. Ja, und wieder zurück. Einmal an den Kakteen vorbei. Und an den anderen Kakteen vorbei. Und einmal von der Wiese runter. Oder besser gesagt, auf die Wiese drauf, von der Wüste runter. Nach beginnt er beides mit W. Und ich kann nicht mehr gönnen. Ich kann nicht mehr gönnen. Die müsste ich eigentlich auch mal wieder abernten. Bin ich aber momentan zu faul. Ich meine, wir haben ja noch genug zu essen. Zur Not schlachten wir einfach die hier hinten. Aber ich könnte euch auch mal vermehren. Vermehren wir euch schnell? Ach ja. Komm. Damit ihr hier groß und stark werdet. Wie viele Hühnchen habe ich? Nein. Moment. Kommt mal her, Moose. So, du und du. Mehr habe ich auch gar nicht. So, und jetzt hier Weizenkörner, du und du. Ja, Mu, sag ich auch. Kann ich hier wieder anpflanzen und die zwei Weizen, die können hier mal weg. So, und wieder nach oben. Hier oben die kleine Insel, da will ich auch irgendwann mal drauf schauen. So. Dann habe ich jetzt das hier. Dann könnte ich doch mit diesem Sand... Moment, dafür müsste ich eigentlich erstmal den hier ausschalten. Output. Nein, nichts, nichts, nichts. Aus, böse. Sand. Ah, jetzt bekomme ich ein bisschen Silizium. Hier kannst du auch noch nehmen. Ich habe keinen Plan, wie viel ich von euch brauche. Also arbeite hier einfach mal den Stack durch. Ich nehme aber trotzdem mal ein paar von euch. So, dann Gravur, Siliziumdruck und Silizium. Silizium? Kann ich hier eigentlich noch welche reinlegen? Nee. Brauchst du Energie? Das ist jetzt die nächste Frage. Ich schätze... Nimm dich hier mal wieder mit und setz dich hier mal dahin, wo ich Energie habe. Nimm dich hier hinten dran. Wieso nicht? Nicht den Kompass. Nein, Kompass, nicht runterfallen. Und jetzt ist der Kompass umgeblieben, aber ich bin runtergefallen.
So war das eigentlich nicht geplant. Komm, machen wir hier einfach ein Steinchen hin. So. Okay. Dann bekommst du hier noch ein bisschen Kohle. Oh, du bekommst dadurch Energie. Das ist gut. So, Silizium. Das arbeitet. Arbeiten ist schon mal gut. Ich habe ein gedrucktes Silizium. Kann ich dir hier reinlegen irgendwie, was du danach machen sollst? Nein? Okay. Logikprozessor ist gedruckter Logikdings. Das hier ist Gravur-Logikdruck. Gravur-Logikdruck und Gold brauche ich dafür. Gold. Ich habe so wenig Gold. Ah, okay. Wir haben nicht so wenig Gold. Wir haben nur so uneffiziente Öfen. Ist noch beim Eisen und allem. Ach, wie hieß das? Wie hieß denn das? Kondensator. Sollte ich mal schauen, dass ich... Ich glaube, ich muss mal schauen, dass ich hier einen Kondensator mit herbekomme. Kondensator. Doppelschichtiger Kondensator mit pulverisierte Kohle und Basiskondensatoren. Ich glaube, das hier war das Problem dafür, oder? Ja, Glowstone-Staub. Aber ich habe doch jetzt Glowstone-Staub. Ich dachte, ich habe Glowstone-Staub. Ja, da ist es doch. Na, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir die hier das nächste Mal verbessern. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.